Ein wirklich bedeutsames Leben leben. Für was wärst du gerne berühmt? Ich habe dir eine kleine Story mitgebracht. Als Kind habe ich mal Trinkgeld gekriegt in unserem Restaurant und habe damit ein Brot für alle gekauft, für die ganze Familie. Und ich fühlte mich einfach toll. Ich fühlte mich so sozial, so selbstlos. Später an der Schule habe ich bei den Weihnachtsaufführungen immer die größten Rollen mir geschnappt, wo man am meisten Text auswendig lernen musste, und habe mich gut gefühlt. Wirklich bedeutsam, besonders. Oder noch eine Geschichte. Im Restaurant meiner Eltern habe ich meine Schwester davon überzeugt, mit mir von Tisch zu Tisch bei den Gästen zu kommen und zu singen. Und das gab natürlich auch Trinkgeld. Ich fühlte mich als wichtig, wie ein kleiner Star. Wie kann ich ein bedeutsames Leben leben? In Sprüche 11,2 steht, wo Hochmut ist, da ist auch Schande. Aber Weisheit ist bei den Demütigen. Lass uns doch gemeinsam herausfinden, wie wir ein bedeutsames Leben leben können. Vor vielen Jahren, du kannst das Foto googeln, es heißt Der Geier und das kleine Mädchen, wurde ein Bild berühmt. Auf diesem war ein kleines, ausgehungertes Mädchen zu sehen, eben in der sudanesischen Steppe, belauert von einem Geier, der nur darauf zu warten schien, dass sie sich nicht mehr regt. Ein Fotograf hält diese Szene fest, weil sie ist eigentlich, sie versucht, bei der Essensausgabe Essen zu erhaschen. Man hatte diesem Fotografen gesagt, er solle ja niemanden dort anfassen, weil er könne sich was einfangen an Krankheiten. Also für ihn waren die Kosten zu hoch, etwas in dem Leben des Mädchens zu ändern, und die Nutzen zu gering. Er hat einfach dieses Foto mitgenommen. 1994 bekam der besagte Fotograf den Pulitzerpreis für dieses Foto, das Mädchen, der Geier und das kleine Mädchen. Und Pulitzerpreis ist eine der höchsten Ehrungen, wenn du Fotograf bist. Die höchste Auszeichnung. Aber weißt du was? Nur 4 Monate später hat sich der Mann das Leben genommen. Er hatte alles erreicht, was diese Welt so, was es da so weltlich zu erreichen gab. Einer der höchsten Preise. Aber er nahm sich das Leben. Freunde, Erfolg dreht sich immer um dich selbst. Ein bedeutsames Leben zu leben, dreht sich um andere Menschen. Der Fotograf war erfolgreich, ja. Ich mag Erfolg. Erfolg ist super. Man kann viel damit machen. Ich rede hier nicht gegen Erfolg. Aber Erfolg wird dich und mich nie glücklich machen. Du bist vielleicht noch jung und hast dein ganzes Leben noch vor dir. Das Mädchen auf jenem Bild hatte vielleicht nur noch einen kleinen Moment, ehe es starb am Hungertod. Erfolg dreht sich um uns selbst. Ein bedeutsames Leben dreht sich um andere. Die größte Tragödie unseres Lebens ist, wenn wir eines Tages so mit 90 oder 100 zurückblicken und erkennen müssen, oh, wie doof, wie blöd, ich habe mein Leben nur für mich selbst gelebt. Ich habe meine Energie, Finanzen und Zeit nur für Sachen investiert, welche mir wichtig waren. Aber am Ende meines Lebens zu erkennen, es war eigentlich total unwichtiges Zeug. Ich möchte dich mit reinnehmen. Jetzt, wie können wir zurückblicken im hohen Alter und sagen, ja, ich habe eine Menge Mist gebaut,
in meinem Leben, aber ich lebte ein Leben, das bedeutsam gewesen war. Weißt du, viele Leute vor dem Tod reflektieren ihr Leben und erkennen ihre Fehler und würden sich wünschen, Entscheidungen nochmal neu machen zu können, ja, sie anders getroffen zu haben. Wenn du jetzt noch sehr jung bist, wirst du denken, ach, komme ich jetzt nicht mit dem Tod, das ist noch in weiter Ferne. Ich freue mich für dich. Ich freue mich auch, dass du noch eine Menge guter, hoffentlich Entscheidungen treffen kannst für dich und dein Leben. Und natürlich ist es auch toll, wenn wir Christen Erfolg haben und erfolgreich sind. Ich weiß noch, als das ICF Zürich Worship CDs rausbrachte, professionelle Musik, auch unter Christen. Stark. Aber weißt du, es darf nicht das Zentrale des Lebens sein. Im Zentrum muss Jesus stehen. Wenn wir den Heiligen Geist einladen und unsere Entscheidungen nach ihm ausrichten, ist das Next Level. Im Psalm 143, Vers 10 steht, lehre mich, deinen Willen zu tun, denn du bist mein Gott, dein guter Geist führe mich auf einen sicheren Weg. Satan, der beobachtet uns seit Tausenden von Jahren und er wird immer wieder Lügen und Sachen und Dinge in unser Leben reinwursteln. Ja, er hat es getan, er tut es noch und er wird es noch tun. Ja, wenn ich die Schule beende, dann werde ich glücklich sein. Wenn ich einmal einen Ehepartner habe, das wird mein Glück komplettisieren und so weiter. Mach jetzt einmal die Augen zu, bitte. Satan bringt so Lügen wie diese Dinge, welche ich nannte. Sie sind grundsätzlich nicht schlecht. Schulbildung beenden oder heiraten, aber die Lüge darin ist, wenn, dann. Ich lese dir jetzt ein Lügenblatt vor. Ich will reich werden, ich will erfolgreich sein, muskulös und sportlich, ich will schön sein, ich will klug sein, ich will, vielleicht ergänzt du da noch die Liste, was Satan dir immer wieder einzuflößen versucht. Du darfst nun die Augen öffnen. Dies sind nicht per se schlechte Dinge, aber Satan, der Meister der Lüge, flüstert uns das konstant ein. Wenn, dann werde ich glücklich sein. Wir leben unter Angst. Konstant diese Ziele im Fokus und rennen denen nach. In Sprüche 29, Vers 25 steht, Angst wird einen Menschen zu Fall bringen. Wer jedoch auf den Herrn vertraut, ist der Angst enthoben. Gott möchte uns göttliche Ziele geben. Ich liebe es, wenn wir reich sind und sportlich sind und schön und so weiter. Aber wenn dein Herz sich ständig danach sehnt, wirst du nie erfüllt werden. Du bist in erster Linie nicht dazu berufen, erfolgreich zu sein. Du bist berufen, ein bedeutsames Leben zu leben, nahe am Herzen des Vaters zu verweilen, unter dem Schirm der Gnade zu leben und für andere da zu sein und sie zu lieben. Ich habe dir eine weitere Liste mitgebracht. Michael Jackson, Whitney Houston, Heath Ledger, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, sind alles sehr erfolgreiche Leute gewesen, bestimmt kennst du den einen oder anderen. Und das Krasse ist an der Liste, das Leben dieser Menschen, weißt du, es hörte wahrscheinlich auf, es war kürzer, als es ursprünglich geplant gewesen wäre. Suizide, Drogen, Medikamente. Sie alle hatten weltlichen Erfolg, wirklich, aber im Herzen drin waren sie unglücklich, weil Erfolg dreht sich um mich, um meine nächsten 50 Jahre. Bedeutsam zu sein, dreht sich um den Nächsten. Bedeutsamkeit gibt dir eine Ewigkeitsperspektive.
In Matthäus 6,20 steht: Sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. All die Stars, welche ich nannte, haben sich Schätze angehäuft und waren aber in sich leer und unglücklich. Matthäus 6,20 fordert uns auf, Schätze zu sammeln, die wirklich wichtig sind. Stell dir ein Bergsteigerseil vor. Ich habe jetzt hier keines. Ich nehme einfach einen Stift, um es zu symbolisieren. Ein billiger Vergleich, okay? Stell dir ein Seil vor. Beim Bergsteigen hängt manchmal dein Leben mehr oder weniger an einem Seil. Stell dir nun mit mir vor, dieses Seil repräsentiert dein Leben und mein Leben. So, dieser kleine Teil hier, dieser Deckel, symbolisiert das Leben hier auf der Erde. Es ist, und das ist der Rest der Ewigkeit, nur würde der Schreiber noch viel länger gehen, okay? Oder das Seil. Unser Leben ist so kurz, so kurz, so kurz. Das Leben auf dieser Erde, dieser kleine Teil bestimmt später den Rest deines Lebens in der Ewigkeit. So häufig merken wir, wie sich alles ums Hier und Jetzt auf der Erde dreht. Aber eines Tages stehe ich vor Gott und du auch. Mit deinem und meinem Herzen steht jeder von uns da. Und ich für mich möchte dann sagen können, mein Leben, dieser kleine Teil hier, habe ich eingesetzt, um Jesus ähnlicher zu werden. Um unter dem Schirm der Gnade zu kommen und habe ich eingesetzt für die Ewigkeit. Vater, ich habe nicht alles gut gemacht, aber dank deiner Gnade habe ich ein Leben gelebt, welches Ewigkeitsperspektive hatte. Weißt du, die weltlichen Schätze wirst du nicht mitnehmen können und du kämpfst dein gesamtes Leben darum, was du am Ende dieses Erdenlebens erreicht haben wirst, obwohl dein Leben viel, viel mehr Bedeutung hat. Du bist berufen, Schätze in der Ewigkeit zu sammeln. Dies soll keinen Druck erzeugen, sondern Ermutigung darstellen. Jetzt fragst du vielleicht, ja Andrea, sorry, wie kann ich bedeutsam leben? Erwarte jetzt keine 10-Punkte-Liste, sondern nur one point, stirb. In Lukas 19, 24 bis 25 nach der Neuen Genfer Übersetzung liest du, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei sich selbst ins Verderben stürzt oder unheilbar Schaden nimmt? Stirb. Das ist unser Auftrag. Weil du bist berufen, Jesus ähnlicher zu werden. Wenn wir als Christen irgendwann unser Leben Jesus übergeben haben, kommt auch der Moment der Taufe. Ich hoffe, du hast es schon erleben dürfen. Die Taufe ist eigentlich nichts anderes, als das alte Leben geht unter, taucht ab, wir sterben, mein altes Ich ist reingewaschen, aber mein ganzes Sein, meine Macht und auch alle Bereiche meines Lebens sind Gott übergeben dadurch. Das neue Leben kommt hoch. Ich in Christus, er macht alles neu. Das steinerne Herz sinkt im Wasser, es geht weg und das fleischene Herz kommt drauf, welches gefüllt ist mit dem Heiligen Geist und das ist unser Christsein. Wir sollen sterben mit allem, was wir haben und mit Gottes Gnade tauchen wir wieder auf. In Lukas 9,23 liest du, nun wandte sich Jesus an alle und sagte, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selber verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Kein einfacher Vers, he? Täglich das Kreuz Jesu auf mich nehmen und das Herz des Heiligen Geistes in mich aufnehmen. In Lukas 14,27 und 33 lesen wir, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid,
alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen, sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Also alles für unseren Vater aufgeben, Erfüllung und bedeutsames Leben, wirst du beginnen zu leben in dem Moment, wo du alles beginnst aufzugeben für Jesus. Das Paradoxum. Vielleicht kennst du den Tausch am Kreuz, das Prinzip. Zum Beispiel, ich bringe meine Talente, meine Sexualität, meine Finanzen, meine Arroganz. Also ich bringe es, ich bringe das alles ans Kreuz. Ich hole mir von Jesus, was er für mich hat. Warum Arroganz, Heiliger Geist, habe ich gefragt. Ja, Andrea, weil du täglich aufstehst und deinen Tag planst, ohne nach meinen Instruktionen zu fragen. Bam. Als ich das erkannte, begann ich morgens aufzustehen, Gott zu danken und zu fragen, Vater, was hast du für Instruktionen? Was ist gerade jetzt auf deinem Herzen für diesen Tag in meinem Leben? Was soll ich tun? Es ist kein Druck. Nein, es ist Hingabe. Ein tägliches Sterben. Ich möchte gerne eines Tages zurückblicken und sagen, ich setze mein Leben ein. Ich setzte mein Leben ein, entschuldige. So mache ich es im Kleinen mit Dinge ans Kreuz bringen oder eben den Tausch am Kreuz machen. Und wie mache ich es im Größeren? Fange an, Lebensziele aufzuschreiben, um einfach praktisch zu werden. Lebensziele, welche Ewigkeitsperspektive beinhalten, welche nicht nur um das Leben hier auf dieser Erde gehen, göttliche Lebensziele. Zum Beispiel Gott, Freunde, Beziehungen. Bei mir ist das Beispiel Menschen in Freiheit führen, get free. Andere ermutigen und auch ermahnen, wo es sein muss, das Evangelium verkündigen. Ich möchte konstant Gottes Gegenwart suchen, mich erfüllen lassen vom Heiligen Geist und weiter wachsen. Das sind jetzt einige Ziele. Und weißt du, manchmal denke ich darüber nach, bin ich eigentlich noch auf dem Weg? Diese Lebensziele oder lebe ich wieder nur für meinen eigenen Erfolg? Diese meine Ziele erscheinen klein, aber wenn wir sie wirklich anfangen zu leben, werden wir ein Leben leben, welches bedeutsam ist. Ich möchte ein Herz haben, das vergebend und nicht nachtragend ist, ist auch ein Ziel. Mich in meinen Mann investieren und ihn unterstützen, dass er wächst und aufblüht und in seine von Gott geplante Bestimmung kommt. Weißt du, so Lebensziele aufzuschreiben hilft dir immer, wenn Verwirrung in dein Leben kommt. Betreffend Entscheidungen kannst du sie durchlesen und wirst feststellen, ob deine Entscheidungen dich diesen Zielen näher bringen oder dich davon entfernen. Fokus ist alles. Kopiere jetzt nicht einfach meine Lebensziele. Nein, beginne eigene aufzuschreiben und lass dich dabei vom Heiligen Geist führen. Er wird dir aufs Herz geben, was du aufschreiben sollst. Also, was sind deine Lebensziele? Wo möchtest du hinkommen? Nimm dir die nächsten Wochen Zeit dafür. Kein Stress. Weißt du, dass du eines Tages dann zurückblicken kannst und sagen kannst, so gut, ich lebte für Dinge, die wirklich wichtig waren. Ich kämpfte nicht für Erfolg. Erfolg ist gut, aber ich lebte für eine Ewigkeit. Ich habe diesen Jesus geliebt und Menschen um mich herum durch diese Gnade beschenken dürfen. Nicht, weil ich eine super Frau oder super Mann oder was auch immer du bist. Nein. Weil ich erfüllt bin von Gott und diese Liebe trage ich hinaus. Also die Challenge. Wie kann ich ein bedeutsames Leben leben? Stimmt. Simpel, aber es ist schwer. Jetzt gleich nach Ende des Videos kannst du deine Sachen ans Kreuz bringen, wo du merkst, in diesem und jenem Bereich bist du noch nicht ganz gestorben, hast es noch nicht ganz Gott abgegeben, immer noch eigener Herrscher und Chef. Hör dir vielleicht dazu ein Worship-Song an. Und in den nächsten Wochen machst du eine Liste mit Lebenszielen. Zum Abschluss, Erfolg dreht sich um mich. Nochmal das wiederholen. Bedeutsam zu sein dreht sich um meinen Nächsten. Es war jetzt vielleicht ein etwas längeres Video, aber ich hoffe,
Es hat dir Spaß gemacht, zuzuhören. Und ich wünsche dir, dass du ein bedeutsames Leben lebst. Amen.